Hallo ihr Lieben, liebe Grüße aus dem Foundation-Kurs in Heidelberg. Wir hatten hier gerade schon einen sehr intensiven Morgen und jetzt freue ich mich, dass wir in der Mittagspause hier mit euch zusammen den Energy Pool machen. Ich hoffe, ihr entdeckt das Video gleich. Mein Facebook ist manchmal sehr kreativ, um zu vermeiden, wer da ist, ja, um mir nicht zu zeigen, wer zuschaut. Ja, yeah, die Ersten sind da, cool. So, wow. Herzlich willkommen zu unserem Silvester-Neujahrspool. So. Ich habe es gerade schon gesagt, ich bin selber sowas von ohne Gedanken, ohne Nachdenken, ohne. Ich bin neugierig, was sich zeigen wird hier in dem Pool. Hey Karin, hallo. Hallo Margitta, die Sabine ist da, Tina, hi, hi. Oh, wie schön. Hallo Simone. So, als allererstes schon mal so alle Erwartungen, Projektionen, Schlussfolgerungen, die ihr habt, Berechnungen, Bewertungen über die Puls, was das ist, was ihr damit entdecken könnt, was das auf keinen Fall ist, was ihr empfangen werdet, was ihr nicht empfangen werdet, können wir das alles zusammen kreieren. Right on, good, bad, pot, pock, all nine shorts, boys and beyonds. So, wenn du eine Erwartung hast, dann siehst du nicht oder kannst du nicht empfangen, was wirklich alles möglich ist, ja? So, hallo Christian Steiner ist da, hi aus dem Allgäu. Die Pesto, wie cool. Oh, ich freue mich, dass ihr alle da seid. So mega. Hallo Sabine. So nochmal, alle Erwartungen, Projektionen, Schlussfolgerungen, die ihr habt über den Pull, über mich, über euch, über eure Körper, über euer Umfeld, über 2018, über 2017, können wir alles das dann umkreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shots, boys and girls. Das ist das Access Consciousness Clearing Statement. Wenn du das noch nie gehört hast, kannst du das bei Google schauen. Accessconsciousness.com ist deine Website. Hallo Claudia, hallihallo, oh mein Gott, so viele sind da, wie schön. Hallo Silvia. So, als erstes möchte ich euch einladen zu schauen, was habt ihr euch 2017 alles kreiert? Was sind da für neue Situationen? Wie viele neue Menschen sind da? Hast du vielleicht in diesem Jahr die Werkzeuge von Access Conscious kennengelernt? Hast du neue Menschen kennengelernt? Ist da viel mehr Energie, Raum, Beitrag? Die Magie. Margitta schreibt, um die Zeit bin ich schon wach. Oh, wie geil. So nochmal, so was hast du dir alles in 2017 kreiert? Hast du es schon anerkannt? Und was, wenn du wirklich in die Energie nochmal eintauchst und dir erlaubst zu spüren, was ist da alles neu? Und erlaubst, dass es zur Gänze in deine Welt kommt, dass du nochmal sagst, wow. Ne, ganz oft machen wir anerkennen, ja, das habe ich kreiert. So dieses im Beisatz, ja, war ganz nett. Erlaubt, dass die Energien sich nun mal wirklich zeigen und du das spürst. Was ist da alles? Was hast du dir kreiert? Und das können kleine Dinge sein, das können große Dinge sein. Was ist da in 2017 alles neu in deine Welt gekommen? Das ist alles, was verhindert, dass du das Wahrnehmen, Wissen, Sein und Empfangen kannst, was du dir Geniales kreiert hast. Zerstörst und umkreierst du das. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shots, boys and girls. Und ich möchte euch auch gleich einladen, die Barrieren zu senken. Und du kannst es einfach deinem Körper sagen. Körper, senke deine Barrieren. Körper, senke deine Barrieren und erlaub, dass du alle Energien empfangen kannst. Ohne zu definieren, was sind das jetzt für Energien. Ganz oft kommen da neue, du fragst nach neuen Dingen und dann zeigen sich neue Energien. Du kennst sie noch nicht, denkst, das ist was bedrohlich ist, das muss ich draußen lassen. Wie wäre es, wenn du all diese neuen Energien reinlässt? Und bewusst deine Barrieren senkst. Und ja, vielleicht ist es manchmal unkomfortabel. Macht nichts. Erlaub sie noch weiter zu senken. Es ist nur, in Anführungszeichen, Energie. Welche Energien sind da um dich herum, die dir beitragen möchten? Und was, wenn alles, was du als negativ definiert hast, auch etwas ist, was dir so gerne beitragen möchte? Wie wäre es, all das zu empfangen und reinzulassen? Und senk deine Barrieren noch weiter. So, was kannst du alles anerkennen? Was ist da alles neu in deiner Welt? Erlaub, dass sich die Energien zeigen. Und wie wäre es, wenn 2018 auch ein Jahr für dich wird, in dem Anerkennen eins deiner Lieblingsdinge wird, anstatt zu verleugnen, was du so kreierst. Neues Target. Und dann spür mal rein, 2018. Was möchtest du da alles kreieren? Wie wäre es, wenn du nicht mit guten Vorsätzen
agierst, sondern einfach schaust, was hättest du wirklich gern? Und wer und was kann dir beitragen, dass du es kreieren kannst? So lad einfach neue Menschen in dein Leben ein, neue Energien in dein Leben ein. Wer und was möchte dir ein Beitrag sein? Wer und was möchte dein Business expandieren? Erlaub, dass sich diese Energien davon zeigen. Und hey, wie wäre es auch ganz bewusst, mit deinem Körper in Kontakt zu gehen und einfach auch mal zu spüren. Vielleicht hast du Lust, dich zu berühren und sag, hey Body, danke, dass es dich gibt. Und erlaub dich und deinen Körper zur Gänze zu empfangen. Und nimm wahr, wie die Energie in deinem Körper fließt. Hey Body, was können wir noch alles erleben? Was würde noch alles Spaß machen? Was würde uns noch alles nähren? Und nimm wahr, wie dankbar du für deinen Körper bist. Und wie dankbar dein Körper für dich ist. Und erlaub, dass die Energie von Dankbarkeit sich expandiert. Körper, wie würdest du gerne aussehen? Und jetzt nimm auch wahr, wie du mit der Erde verbunden bist. Hi Erde. Danke, dass du mich trägst. Danke, dass du mich nährst. Danke, dass du immer für mich da bist. Danke für die Schönheit, die du bist. Und erlaub wirklich, dass du mit deiner Aufmerksamkeit mit der Erde in Verbindung gehst. Dass du das wirklich spürst, mit dem Bewusstsein der Erde dich verbindest. Und dehn dich aus immer weiter in dieses unendliche Wesen, das du bist. Werde größer, größer, größer. In alle Richtungen, nach vorne, nach hinten, nach rechts, nach links. Dehn dich aus. Werde größer und größer und größer. Dehn dich aus in dieses unendliche Wesen und spür deinen Körper. Und erlaub auch, dass die Moleküle deines Körpers mehr Raum, dass du mehr Raum zwischen den Molekülen machst. Wie wäre es auch, deinen Körper mehr und mehr in dieses unendliche Wesen hinein zu entspannen? So, und frag, welcher Beitrag bist du für die Erde? Welcher Beitrag ist dein Körper für die Erde? Und frag mal, Erde, kennst du mich? Und erlaub, von der Erde zu empfangen. Welcher Beitrag möchte die Erde für dich sein? Und überall, wo du Barrieren der Erde hochgezogen hast, lass sie sinken. Erlaub, dass du die Energie der Erde empfängst, das Gewahrsein, das Bewusstsein der Erde. Wie viel stärker bist du mit der Erde verbunden, was du noch nicht anerkannt hast? Erlaub, dass da jetzt wirklich eine Kommunikation stattfindet, auch jenseits von Worten. Und dehn dich noch weiter aus. Was fragt dich die Erde? Worum bittet die Erde dich zu kreieren? Wünscht die Erde sich, dass du wählst, die Großartigkeit zu sein, die du bist? Welcher Beitrag möchte die Erde dir sein? Und wie viele Intensitäten, die du vielleicht in deinem Körper wahrnimmst, sind die Erde, die dir zeigen möchte, hey, du kannst dir was Größeres wählen. Wie wäre es 2018 zu deinem Erfolgsjahr zu machen, in dem du mehr du bist, mehr von deinen Möglichkeiten siehst, mehr Energie wählst, mehr Raum und mehr Bewusstsein, um es leichter zu haben? All of life comes to me with ease, joy and glory. Alles im Leben kommt zu mir mit Freude, Herrlichkeit und Leichtigkeit. Wie wäre es, wenn es viel leichter gehen darf für dich? Du darfst es leicht haben. Aber wenn es schwierig ist, frag, wem gehört das? Ist es meins?
mit Bewusstsein gekoppelt zurück. Und wie wäre es auch noch mehr, diese Yumminess, diese Sexualness einzuladen? Wie wäre es, wenn du deinem Körper diese Freude von Expansion auf allen Ebenen gönnen würdest? Sei es gutes Essen, sei es tolle Autos, Häuser, was auch immer. Was ist nährend? Sei es mehr Wellness, mehr Bars und Bodywork. Wonach fragt dein Körper dich? Was sind die Dinge, die du wirklich kreieren möchtest? Wo du merkst, oh, da sinkt dein Herz. Ja? Und vielleicht weißt du noch nicht, was es ist, aber frag danach. Erlaub, dass die Energie sich zeigt. Was bringt mein Herz zum Singen, zum Klingen? Was macht dir unendliche Freude und Spaß? Und wie wäre es, viel mehr Lachen und Gelächter einzulangen? Du sagst, yes, das Leben macht Spaß, es ist mein Leben. Und wie viel Abenteuer möchtest du erleben? In Freude, Herrlichkeit und Leichtigkeit. Erlaub, dass sich die Energie davon zeigt. Und was weißt du, was sonst keiner weiß? Was sind die unendlichen Möglichkeiten für dich, die sonst keiner hat? Und welcher Beitrag möchte das für dich und dein Leben sein? Erlaub, dass sich die Energie davon zeigt. Wenn du morgen nicht so machen müsstest, wie du es heute kennengelernt hast oder wie du es heute gemacht hast, was ist möglich? Könntest du dir erlauben, jeden Tag ein neuer Mensch zu sein mit unendlich vielen neuen Möglichkeiten? Jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde. So nimm wahr, wie du dein Leben kreieren kannst aus Frage, Wahl, Möglichkeit und Beitrag. Krieg die Energie davon. Und wie wäre es, dein Leben immer mehr aus dieser interessanten Ansicht herauszuleben? Nichts ist signifikant und unveränderbar. Was ist für dich noch möglich? Was vielleicht für keinen anderen möglich ist? Erlaub, dass sich das für dich zeigt und immer klarer wird. Was sind die unendlichen Möglichkeiten für dich? Und bei Access gibt es einen Satz, the universe has your back. So, das Universum ist immer für dich da, es stärkt dir den Rücken. Bist du auch so für dich da? Was, wenn das ganz leicht gehen kann? So, und jetzt frag danach, zieh Energie. Erlaub danach, dass Energie anfängt zu ziehen. Und ich weiß, es sind ganz viele jetzt in den Call dabei, die das schon kennen. So, wie wäre es, wenn du einfach danach fragst? Zieh Energie, Energie aus dem ganzen Universum, zieht durch all deine Fragen, durch dich, durch deinen Körper, durch alles, was du bist. Und erlaub, dass du mehr und mehr zu diesem Energy Pool wirst, der du bist. Welche Energie, welcher Raum, welches Bewusstsein kannst du in deinem Körper sein, um der Magic Energy Pool zu sein, der du wahrhaftig bist? Und frag danach, dass es stärker zieht. Zieh mal so stark. Was möchtest du alles in dein Leben ziehen, was vielleicht noch nicht mal Worte hat? Was sind die großen Projekte, nach denen du dich nicht fragen traust? Was, wenn du es auch in dein Leben ziehen kannst? Mit Freude, Herrlichkeit und Leichtigkeit. Und zieh stärker. Erlaub, dass jede Zelle in dir zu klingen, zu schwingen, zu vibrieren beginnt. Und zieh stärker. Und ich werde gleich für euch singen und ihr zieht einfach weiter die Energie aus dem ganzen Universum, durch die ganze Erde, durch euch, durch euren Körper, durch all eure Fragen.
Jetzt lasst die Energie sich versprinkeln, verströmen, sich verteilen. Im ganzen Universum, auf der ganzen Erde, wo es Menschen, Wesen, Energien, Spirits, Elemente gibt, die euch beitragen möchten, das zu kreieren, wonach ihr fragt. Die euch beitragen möchten, all das zu kreieren, wofür ihr hier seid. Mit Freude, Herrlichkeit und Leichtigkeit. So, und spürt nochmal ganz bewusst in euren Körper rein. Hat sich die Energie verändert? Ist da mehr Raum? Sind da mehr Möglichkeiten? Ist da mehr Energie? Was hat sich alles verändert? Wie wäre es damit, es anzuerkennen, wie viele neue Wahlen ihr immer trefft? Für mehr, für größer, für Bewusstsein. So, was ist für jeden Einzelnen von euch möglich, jenseits aller Vorstellungen? Was könnt ihr jetzt mit Leichtigkeit kreieren, einladen, aktualisieren? So, wie wäre es, wenn ihr keinen mehr glaubt, der euch sagt, ihr könnt es nicht? Wie wäre es, drauf zu vertrauen? Was weiß ich und was kann ich hier wirklich? So, was, wenn du dir die Geschichten einfach nicht mehr glaubst von zu wenig und geht nicht? Was geht hier wirklich, ja? Und was würde dir Spaß machen? Was würde leicht gehen? So, ich wünsche euch ein super, super schönes Silvester. Ein gutes Reinrutschen ins Jahr 2018. Und wenn euch dieser Energy Pool gefallen hat, es gibt ab 2. Januar die nächste Runde. Ihr könnt da täglich um 8 so den Tag starten. Wenn das für den einen oder anderen Beitrag ist, würde ich mich freuen, wenn ihr dazukommt. Ansonsten, ihr könnt dieses Video öfters anschauen, weiterteilen. Für wen könnte es ein Beitrag sein? So, was, wenn du dir wirklich ein 2018 einladen kannst, jenseits aller Vorstellungen, und das expandieren kannst und damit Spaß haben kannst, wie du es dir nie jetzt vorstellen könntest. So, macht's gut, ihr Lieben. Und bis bald. Und auch nochmal ein riesengroßes, herzliches Dankeschön an alle, die meine Videos immer schauen. Ich meine, wow, wow, das bringt mich, ich bin so dankbar für jeden, der mehr wählt, der seine Welt expandiert. Und es ist für jeden Einzelnen so viel mehr möglich. Wir müssen es einfach nur wählen, ja? So. Have fun. Bis bald, ihr Lieben. Ciao, ciao.